Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und der Letzte auf der Tribüne. Aus unserem Änderungsantrag geht sehr wahrscheinlich schon ganz klar hervor, was wir an diesem Gesetz kritisieren. Es sind eigentlich nur drei Zahlen, genau genommen nur zwei Ziffern, und zwar die Zahl 340, und wir möchten dort gerne 540 Euro stehen haben. Warum? Ganz einfach. Krankenpflegeseminare erhalten für ihre Schülerinnen pro Monat, pro Schüler 540 Euro. Altenpflegeseminare erhalten seit 2006 nur 280 Euro, davor haben sie 314 Euro erhalten. Diese 280 Euro können nicht ausreichen, um die Qualität der Ausbildung sicherzustellen. Selbst unter den Bedingungen von, also selbst die Qualitätsansprüche von 2006, die die Schulen hatten, sind heute mit den 280 Euro nicht mehr zu erreichen. Jetzt ist von den Sachverständigen ist immer die Zahl 360 genannt worden. Und da kann man einfach mal hingehen und kann man einfach ein bisschen die Inflationsrate immer da drauf rechnen von den 280 Euro in den letzten Jahren. Dann kommt man nämlich knapp auf die 360 Euro, die diese Experten alle gefordert haben. Das heißt, diese 360 Euro, was das Minimum wäre, was dort stehen müsste, entspräche den 280 Euro ungefähr von 2006. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, den Sie, Frau Ministerin Steffens, gesagt haben, als Sie gefragt haben, ich weiß gar nicht, warum die 280 Euro nicht reichen. Ja, sie haben auch damals, 2006, schon nicht gereicht. Aber sie haben die Schulen zumindest noch am Existenzminimum gehalten, wenn man so sagen möchte. Und sie haben es noch als eine Möglichkeit gesehen, mit diesem Betrag eine minimale Ausbildung zu garantieren. Jetzt sind allerdings schon 8 Jahre ins Land gegangen. Nächstes Jahr ist das 9. Jahr, also fast 10 Jahre. Und da sind die 280 Euro eben heute, sind nicht die 280 Euro von damals. Es kann nicht sein, dass wir in diesem Land die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern um ungefähr halb so gut gestalten wie die von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern. Ein wenig ist das ja auch schon in den regierungstragenden Fraktionen angekommen. Nur gehen uns Ihre Aufforderungen an die Landesregierung, den Sie in Ihrem Entschließungsantrag geschrieben haben, alle nicht weit genug. Viele Sachen von denen müssten eigentlich klar sein oder sind klar. Und deswegen ist dieses Gesetz für uns mit den 280 Euro in keinster Weise zu akzeptieren. Wie gesagt, wenn dort 360 Euro stehen würden oder jetzt ein Änderungsantrag von den regierungstragenden Fraktionen in der Richtung kämen würde, könnte man sich überlegen, dem Antrag noch zuzustimmen. Aber selbst das wäre noch zu wenig, denn die Qualität und uns sollte auch die Qualität der Altenpflegeausbildung genauso viel wert sein wie die Qualität der Krankenpflegeausbildung. Ich kann es einfach keinem Schüler erklären, warum dem Land seine Ausbildung nicht genauso viel wert ist wie die Ausbildung eines Krankenpflegers. Und somit möchte ich Sie bitten, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Und wir werden den Gesetzentwurf, falls unser Änderungsantrag nicht angenommen werden sollte, natürlich nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegener. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Steffens.